Was war das? Nochmal. Gibt es eine verbotene SpongeBob-Folge? Ich klicke einfach drauf. What the? Ist das die Folge? Willkommen zurück, meine gruseligen Nachtfüchse. Freunde, wir haben vor ein paar Wochen mit Caillou gechattet. Ja, wir haben wirklich über WhatsApp mit Caillou gechattet und ihn gefragt, warum er keine Haare hat. Ja, Freunde, die Antworten waren ziemlich verstörend, aber es war Caillou, Leute. Es war Caillou. Und diesmal habe ich mir gedacht, Leute, in diesem Forum, wo ich die Nummer von Caillou gefunden habe, muss es doch auch eine Nummer von SpongeBob geben. Tja, Freunde, was denkt ihr? Habe ich sie gefunden? Natürlich habe ich sie gefunden, sonst würde ich jetzt kein Video machen. Leute, ich habe SpongeBobs Nummer. Die Sache ist die, ich habe ihn jetzt ein paar Mal geschrieben, er hat nicht geantwortet, obwohl er immer wieder online war. Also es kann sein, dass ihm viele schreiben. Klar, es ist SpongeBob, Leute. SpongeBob, wenn ich die Nummer von SpongeBob hätte, dann spammt man ihr natürlich zu. Das denken sich wahrscheinlich alle, die seine Nummer haben. Auf jeden Fall, er hat nicht geantwortet. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal gleich live mit euch. Und ich dachte mir, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, den SpongeBob selber zu schreiben. Lass mal ein paar Fragen stellen, die wirklich nur er beantworten kann. Wie zum Beispiel verbotene Folgen. Das ist so das heißeste Thema rund um SpongeBob. Und es gibt ja diese ganzen Theorien, diese ganzen verbotenen Folgen. Und genau das fragen wir ihn jetzt. Was hat es mit verbotenen Folgen auf sich? Freunde, bevor es aber losgeht, es gibt neue Nachtfuchs-Horror-Stories. Darunter auch eine richtig, richtig gruselige SpongeBob-Horror-Story. Die Story ist ein bisschen heftiger, Leute, also nur zur Warnung. Zieht euch die Story direkt rein und folgt unbedingt der Playlist auf Spotify, denn es werden fast täglich neue gepostet. Dann habt ihr auch was zum Einschlafen, gönnt euch auf jeden Fall die Stories. Hier ist seine Nummer und wir schreiben ihm über WhatsApp. Soll ich ihn anrufen? Leute, schreibt in die Kommentare, ob ich nächstes Mal anrufen soll, aber heute wird auf jeden Fall gechattet. Es hat gut funktioniert, deswegen. Okay, Leute, wir haben den Chat geöffnet und er ist online. Er ist wieder online, obwohl er vor einer Stunde, habe ich ihm geschrieben, da war nichts. Aber ich schreibe jetzt einfach nochmal. Was geht ab, mein glatzköpfiger Freund? Das war von Caillou noch, so eingespeichert. Aber nein, wir schreiben mit SpongeBob. Was geht ab, Was geht ab, mein Schwammkopf? So wollte ich ihn auch nennen. Antwortet nicht. Aber er ist online, das fuckt halt ab. Das Schlimmste ist, wenn Leute online sind, nicht antworten. Aber es ist SpongeBob. Willst du nicht mit mir schreiben? Mal trauriges Emoji. Vielleicht reagiert er ja so ein bisschen auf Emoji, wenn ich so ein bisschen traurig gucke. Wo ist dieser richtig süße? Hier, der hier. Ja, Leute. Ich dachte, hier wird's klappen, Mann. Ich dachte wirklich, es wird auch klappen. Aber er ist online. Vielleicht ist es irgendein Fehler oder so. Er ist online. Er ist online, Mann. Gut. Dann sage ich mir einfach, schau. Leute, wir müssen das Experiment abbrechen. Dann hau ich jetzt ab. Scheinbar. Wille. Willst du nicht schreiben? Ja. Ja, Leute. Dann nicht. Scheiß drauf. War ein Experiment. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt mehr. Oder? Immerhin wissen wir jetzt mehr. What the fuck? What the fuck? Guck, was er mir geschickt hat. What the, dieses Bild? SpongeBob? Alter, wie gruselig dieses Bild aussieht. Meine Fresse. Aber er antwortet, er schreibt. Oh Leute, was schreibt er? What the? What? Hehehehe. Will er mich verarschen? Er will mich verarschen. Ist alles okay bei dir? Wie merkwürdig, Leute, wie absolut random. Oh mein Gott. Er schreibt wieder, Leute, er schreibt. Wir haben ihn. Was? Sind das Schwamm-Emojis? Schickt er einfach Schwämme? Wieso schickst du mir Schwamm-Emojis? Ich mache noch Smiley hinterher.
Leute, vielleicht ist das gar nicht SpongeBob. Bist du überhaupt SpongeBob? Mal gucken, was er antwortet. Er schreibt. Zumindest schreibt er jetzt. Oh Leute, ich habe echt ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich habe ein richtig komisches Gefühl. So wahr wie Gary ein Hamster ist. Er meint seine Hausschnecke. Aber Gary ist doch eine Schnecke. Es macht doch keinen Sinn. Es macht doch gar keinen Sinn. Wieso schreibt er das so dumm? Vor allem... Also könnte es doch sein, dass er vielleicht gar nicht SpongeBob ist, weil SpongeBob würde wissen, der wird doch nicht... Wie kommt er auf Hamster? Hamtaro! Er schreibt wieder, Leute. Schnecken? Ja, die esse ich am liebsten gegrillt. What the fuck? Und dann diese eklige Zunge noch. Leute, ich weiß nicht, ob du wirklich SpongeBob bist. Irgendwas stimmt. Ich kann nicht richtig schreiben, Mann, weil ich so nervös bin sogar. Stimmt mit dir nicht. Leute, ich habe echt komisches Gefühl gerade. Das ist echt eklig, Mann. Vor allem, wir wollen ja wissen, wegen verbotene Folgen und so. Soll ich ihn fragen? Er antwortet nicht. Macht dieser Chat überhaupt Sinn? What the fuck? Was schickt er mir für Sachen? Leute, warum schickt er mir das? Was ist das? Warum schickt er mir so komische, verstörte SpongeBob-Bilder? Vor allem, kam das jemals vor in irgendeiner Folge, dass SpongeBob so schaut? Wieso schickst du mir diese Bilder? Erstmal 1000 Fragezeichen hinterher. Nicht, dass wieder so ein verstörtes Bild kommt, also gar keinen Bock. Meint ihr, Gary geht's gut? Er schreibt. Oh Leute, schreibt in die Kommentare. Wie geht's Gary? Ist Gary vielleicht doch ein Hamster? Vielleicht ist das die Message dahinter. Vielleicht ist diese Message, aber auf jeden Fall, er schreibt, vielleicht ist die Message, dass Gary eigentlich ein Hamster ist. Und wie einfach alles falsch. So wisst ihr so, weil ich Bock hab, dich zu töten. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist schon wieder der Part, Leute, wo ich abbrechen sollte. Wieso bist du so aggressiv? SpongeBob ist doch eigentlich voll nett. Ich verstehe es nicht, Leute. Was ist das für eine Horror-SpongeBob-Version, mit der ich schreibe? SpongeBob ist doch nett. Der macht Krabbenburger für dich. Oh Leute, soll ich den Chat abbrechen? Wieso habe ich immer so richtig komische... Wieso habe ich immer diese... Passiert mir immer die dümmsten, komischsten Sachen. Caillou, der mich umbringen will. Talking Tom, der mich umbringen will. SpongeBob, alle wollen mich umbringen. Ich hatte einen schlechten Tag. Jemand hat sich an meinen Krabbenburger verschluckt und daraufhin hat mich Mr. Krabs gefeuert. Ja, okay, das tut mir natürlich leid, aber der braucht nicht so aggressiv sein. Tut mir leid für dich. Ja, Leute, trotzdem. Mr. Krabs hat ihn gefeuert. Kam das schon mal irgendwo, wann vor, dass Mr. Krabs... Schreibt mal in die Kommentare. Hat Mr. Krabs SpongeBob schon mal gefeuert? Nicht, aber nicht deswegen, oder? Vielleicht hat er mal was verbrannt oder so. Oder hat wahrscheinlich Geld geklaut von Mr. Krabs. Was für ein komischer... Ach, braucht es nicht. Mr. Krabs weilt nicht mehr unter uns. Hat er Mr. Krabs... Will er damit andeuten? Hast du ihn... umgebracht oder so? Oh mein Gott, Leute, ich hab Angst. Leute, jetzt... Leute, wir beenden den Chat, oder? Ich mach aus. Scheiß drauf, ich mach aus. Ich mach aus, Leute. Scheiß drauf. Audio wird aufgenommen. Er schickt mir ein Audio. Ich höre das nicht ab. Ich höre das nicht ab. Ich höre es ab. Was schickt er mir?
What the fuck ist los mit dir, SpongeBob? Hör auf damit! Ich hör's ab. Was war das? Nochmal. Oh, das war doppelte Geschwindigkeit aus Versehen. Alter, hört nicht auf, mir diese Totenköpfe zu schicken. Ich weiß nicht, ob du mich irgendwie pranken willst oder so, aber ich hau jetzt ab. Das war's, Leute. Scheiß drauf. Das macht gar keinen Sinn, mit ihm zu schreiben. Der ist komplett am Arsch, der Typ. Er schreibt. Ich geh raus, Leute. Ich geh raus. Ich geh raus. Dann geht doch. Und dann ist Kuss-Emoji noch. Leute, wir wollten ihn was fragen, oder? Wir haben ihn noch nichts gefragt. Wir wollten das wissen mit dieser verbotenen Folge. Ich frage ihn jetzt einfach, oder? Ich frage ihn, bevor ich gehe, wir müssen es wissen, Leute. Wir müssen es wissen. Ich riskiere es für euch. Gibt es eine verbotene SpongeBob-Folge? Mann, richtig episch. Mit Punkt, 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 Fragezeichen. Bitte, ich hoffe, er antwortet zumindest drauf. Wenn es einer weiß, dann er. Dieses komische Affen-Emoji. Er weiß irgendwas, Leute. SpongeBob? Er ist weg. Was? What? What the fuck, Leute? Der rastet komplett aus. Kennst du die schon? Leute. What the fuck? Er hat mir einen Link zu einem Video geschickt. Ich klicke einfach drauf. What the... Ist das die Folge? Soll das eine verbotene Folge sein? Was? Niemand ist sicher, stand da. Niemand ist sicher. Leute, ich check gar nichts. What the fuck? Was ist das für ein... Alter, ist das die große Krabbe? Guck mal, wie die große Krabbe aussieht. Was geht hier? Alter, was passiert hier? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen bei SpongeBob. Mein Gott, Leute. Leute, das ist nicht normal. Das kam noch nie vor. Das kam noch nie bei SpongeBob vor. Nichts davon war jemals bei SpongeBob zu sehen. Mein Gott. Oh mein Gott, das ist Mr. Krabs. Es gibt noch einen weiteren SpongeBob. Und mit dem schreibe ich wahrscheinlich gerade. Safe. Ich schreibe mit diesem anderen SpongeBob. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Schreib. Was ist das? Schreibt in die Kommentare. Ob so etwas... What the fuck? Leute, was war das? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ihr müsst das Video mit euren Freunden teilen.
halt das mit den Freunden. Ihr müsst irgendwie herausfinden, was hat das mit diesem Video auf sich, was er mir geschickt hat. Ihr müsst irgendwie herausfinden, was das mit diesem Video auf sich hat. Das war echt verstörend, Leute. Da war ja das mit Caillou noch harmlos. Puh. Okay, Freunde, ich bin weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich als nächstes chatten soll. Oder ob ich SpongeBob mal anrufen soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch eine gute Nacht. Bis dann, ihr Nachtfüchse. Puh, Leute, und passt auf euch auf da draußen. Da gibt's Schwämme, denen man lieber nicht über den Weg laufen sollte. Wisst ihr? Da gibt's Schwämme, die sind nicht gut für euch, Leute. Nicht gut.